Herzlich willkommen bei StudyHelp TV. Wir haben uns ja schon das spezielle Nyquist-Kriterium geguckt. Das heißt, wir können anhand der Ortskurve des offenen Regelkreises sagen, ob der geschlossene Regelkreis stabil ist oder nicht. Da kann man sich ja die Frage stellen, Moment mal, also wenn ich jetzt ein Kriterium habe, um anhand des Frequenzganges, denn nichts anderes wird ja nun mal in der Ortskurve dargestellt, die Stabilität eines Systems zu beurteilen, dann muss ich doch das Ganze auch im Bode-Diagramm tun können, denn das Bode-Diagramm ist ja nur eine andere Darstellung des Frequenzgangs als die Ortskurve, aber inhaltlich sind die gleichen Informationen enthalten. Die Antwort auf die Frage, ob man das kann, ist ja, allerdings mit Einschränkungen und das schauen wir uns jetzt mal an. Also, was wollen wir machen? Wir wollen die Stabilität eines Systems anhand des Bode-Diagramms bewerten. Anhand des Bode-Diagramms. Damit wir das tun können, brauchen wir logischerweise erstmal ein Bode-Diagramm. Und das sieht man also hier. Da funktioniert das ja im Gegensatz zur Ortskurve so, dass man den Betrag und die Phasenverschiebung als Funktion der Frequenz einzeln aufträgt und eben nicht wie in der Ortskurve in einem Diagramm. Und das könnte dann also so aussehen, Betrag in Dezibel, Phasenverschiebung, dass wir jetzt hier mal Folgendes machen. Wir hatten ja schon festgestellt, dass irgendwie bei einer Phasenverschiebung von 180 Grad meine Verstärkung nicht 1 sein darf, denn dann bekomme ich ein Mitschwingen, das dazu führt, dass mein System instabil wird. Deswegen macht es ja vielleicht Sinn, sich mal die 0-Dezibel-Linie genau anzuschauen. Und, na, das hat nicht funktioniert. Deswegen, immer noch nicht, deswegen male ich die jetzt mal hier hin. Ja, nicht schön, aber selten. Und diese 0-Dezibel-Linie ist jetzt also hier wichtig für die Stabilität und dann haben wir jetzt hier mal irgend so einen Betragsverlauf von irgend so einem System, das da so durchläuft. Wir brauchen dann also als zweite Komponente noch eine Phasenverschiebung. Das sieht jetzt hier vielleicht mal so aus, mit einem I-Glied dabei, dass man von vornherein schon eine Phasenverschiebung von 90 Grad hat. Und dann bekommen wir vielleicht ungefähr so einen Phasenverlauf. Die Informationen, die ich jetzt also hier im Bode-Diagramm verbraten habe, die könnte ich genauso irgendwie in der Ortskurve darstellen. Deswegen gibt es die berechtigte Frage, wie erkennt man jetzt hier anhand des Nyquist-Kriteriums die Stabilität? Ich nenne das mal salopp Nyquist-Stabilität. Also, wie funktioniert das Ganze? Wir wissen doch, bei Phi gleich minus 180 Grad beim offenen Regelkreis. Also wir gehen mal davon aus, dass das jetzt das Bode-Diagramm des offenen Regelkreises ist. Bei einer Phasenverschiebung von minus 180 Grad brauche Verstärkung kleiner 1. Das bedeutet, wir brauchen mal in einem ersten Schritt hier noch 180 Grad. Phasenverschiebung. Und was tun wir jetzt? Ganz schlicht und ergreifend, wir schauen mal hier, haben wir eine Verstärkung von 0 Dezibel oder weniger bei minus 180 Grad. Ich ärgere mich jetzt, dass ich es ein bisschen schlecht gezeichnet habe. Dieses System wäre jetzt so gerade eben nicht mehr stabil, je nachdem genau wie man das zeichnet. Deswegen bediene ich mich jetzt eines kleinen Tricks. Man hasst das ja eigentlich, wenn einer was einmal gemalt ist, korrigiert, aber hier schreibt ja keiner mit. Deswegen verlegen wir frech die 0 Dezibel Linie mal nach oben, damit die Idee klar wird. Also 0 Dezibel liegen jetzt hier oben. Das bedeutet erfreulicherweise jetzt Folgendes. Wir haben unser System gerade stabilisiert, denn was habe ich jetzt? Bei einer Phasenverschiebung von minus 180 Grad habe ich eine Verstärkung, die ist kleiner als 0 Dezibel, also kleiner als 1. Verstärkung ist kleiner als 0 Dezibel. Das bedeutet, wenn man es umrechnen würde, kleiner als 1. Dementsprechend können wir diesem System jetzt hier auch nach der Beurteilung im Bode-Diagramm Stabilität zuordnen. Man kann das Ganze auch noch einmal formal definieren und dann muss man es noch einschränken und diese beiden Sachen machen wir jetzt noch. Und wir fangen mal an mit der formalen
Stabilität, also formales Vorgehen. Was muss erfüllt sein bei einer Phasenverschiebung? Bei Phasenverschiebung von minus 180 Grad, dann bin ich ja gerade eben einmal rum. Ich mache jetzt mal noch mal einmal. Dann bin ich ja gerade eben einmal rum und jetzt eben hier in der Nähe von minus 1 vielleicht. Bei Phasenverschiebung von minus 180 Grad muss der Betrag des offenen Regelkreises in Dezibel kleiner als 0 sein, beziehungsweise der Betrag muss einfach kleiner als 1 sein, wenn die Versteckung nicht in Dezibel angegeben ist. Und das kann man grafisch dadurch sich überlegen, dass man eben diese Phasenverschiebung von minus 180 Grad hochprojiziert und dann eben guckt, schneide ich schon die 0 dB-Linie an dieser Stelle oder nicht. Dementsprechend habe ich dann Stabilität. Das war die formale Definition von dem, was man eigentlich tun muss. Jetzt kommt leider die kleine Einschränkung. Es gibt schon einen guten Grund, warum man das Ganze eigentlich anhand der Ortskurve macht und nicht anhand des Bode-Diagramms, weil man nämlich manchmal eine Information nicht so richtig aus dem Bode-Diagramm erkennen kann. Und das schauen wir uns jetzt nochmal einmal an. Was kann denn noch passieren? Es kann passieren, dass man mehrere Schnittstellen mit 180 Grad Phasenverschiebung bekommt. Und da kann dann Folgendes passieren. Nehmen wir mal einen Fall. Und zwar sieht die Ortskurve dazu folgendermaßen aus. Also komplexe Ebene. Und das sieht so aus, dass die Phasenverschiebung hier bei minus 90 Grad beginnt. Hier ist die minus 1. Und dann umschließt die Ortskurve die minus 1, indem sie nämlich hier so lang läuft. Und wenn man sich das jetzt anguckt, dann sieht man also erstens natürlich, das System ist instabil, weil die minus 1 umschlossen wird. Und zweitens, ich habe ja zwei Schnittlinien mit 180 Grad Phasenverschiebung bzw. Vielfachen davon. Und das sieht dann, wenn man dazu ein Bode-Diagramm malt, wenn man es jetzt nur anhand des Bode-Diagramms hätte beurteilen müssen, ungefähr folgendermaßen aus. Das hier ist der Betrag. Und das könnte jetzt hier so aussehen. Man hat hier die kritische 0 Dezibel-Linie und die Verstärkung, die läuft jetzt hier irgendwie vielleicht mal so lang. Ich habe es nur wirklich qualitativ gezeichnet. Das bedeutet, einmal habe ich eine Verstärkung, die ist größer als 1. Das heißt, bei 180 Grad Phasenverschiebung einmal eine Verstärkung größer als, einmal kleiner 1. Das bedeutet ja, wenn ich jetzt die Phasenverschiebung dazu male, ich muss jetzt also an dieser Stelle schon minus 180 Grad Phasenverschiebung haben. Ich fange bei minus 90 an, dann komme ich zu minus 180 und an dieser Stelle habe ich dann ja schon eine Phasenverschiebung von 540 Grad, weil ich von 180, wenn der Pfeil hier drauf zeigt, nochmal einmal ganz rumdrehe. Das heißt, dann bin ich bei minus 540 Grad und die Phasenverschiebung sieht so aus. Jetzt muss ich gucken, dass ich es einigermaßen genau male. Vielleicht so. Das heißt also, wenn ich das jetzt anhand des Bode-Diagramms bewerte, dann habe ich zwei Schnittstellen mit Vielfachen einer Phasenverschiebung von minus 180 Grad, wobei eben der eine Betrag offensichtlich größer ist als 0 dB und der andere ist kleiner, das heißt, es ist instabil. Wenn ich mir jetzt also nur merke, die Erkenntnis ist, bei einer Phasenverschiebung von minus 180 Grad muss der Betrag kleiner sein als 1, dann sehe ich an dieser Stelle schon, aha, es ist instabil. Und wenn ich mir die Ortskurve angucke, sehe ich auch sofort, aha, es ist instabil. Also hier sieht man, das Ganze ist unproblematisch. Da könnte man sich ja fragen, warum macht er denn jetzt die Einschränkung? Die Einschränkung kommt jetzt an einer Stelle, wo man dann eben doch in die Falle tappen kann, zu glauben, es wäre instabil, obwohl es das gar nicht ist. Und das ist jetzt hier die zweite Geschichte. Ich male mal nochmal eine Ortskurve. Jetzt wird es nochmal einmal anstrengend. Ich hoffe, man kriegt das einigermaßen transportiert.
Ich male mal nochmal eine Ortskurve. Und die hat natürlich auch wieder zwei Schnittstellen mit der 180-Grad-Linie, sonst würde diese Einschränkung keinen Sinn machen. Und zwar sieht diese Ortskurve folgendermaßen aus. Ungefähr so. Ist also auch wieder irgendein komplexeres System. Wenn ich jetzt das Bode-Diagramm dazu male, dann ist der Betrag wieder harmlos, denn das werden ja einfach nur immer kürzere Pfeile. Und dementsprechend haben wir dann hier irgendwo die 0 dB-Linie. Die wird also einmal hier an dieser Stelle geschnitten und einmal da geschnitten. Und das eine ist eine Verstärkung größer als 0 dB, nämlich hier, die andere ist kleiner. Also sieht das dann vielleicht irgendwie so aus. Hier einmal drüber, einmal drunter. Und jetzt kommen die Phasenverschiebungen dazu. Und jetzt wird's tricky. Was passiert jetzt nämlich? Wenn wir mal schauen, also hier die Phasenverschiebung, wenn man sich den Pfeil vorstellt, der auf diese Stelle hier zeigt, vom Ursprung aus, dann ist das eine Phasenverschiebung, die ist ja nicht nur 180 Grad, denn das wäre ein Pfeil, der so zeigt, also 180 Grad, sondern der Pfeil, der auf diesen Punkt hier zeigt, der zeigt sogar noch auf eine Phasenverschiebung, die größer ist. Das bedeutet, dass wir am Anfang eine Phasenverschiebung haben von mehr als 180 Grad. Also vielleicht von hier unten kommend. Und dann sieht man ja, dass der Pfeil jetzt in positiver Richtung, so ist positiv, dass der Pfeil jetzt also wieder zurückdreht hier auf diese Stelle auf minus 180 Grad und dann sogar noch weiter zurück zeigt bis auf diese Stelle hier, wo wir dann schon bei minus 90 Grad sind oder vielleicht ein bisschen drüber. Also ich sag mal vielleicht irgendwie so. Und dann kommen wir wieder an diese Stelle, dass der Pfeil ab dieser Stelle wieder zurückdreht und dann hier sogar wieder ins Negative zeigt, also an dieser Stelle hier wieder genauso orientiert ist, als wenn er auf diesen Punkt zeigt. Also man bekommt sozusagen einen Phasenverlauf, der wieder größer wird, aus dem Negativen größer und dann zum Schluss wieder zurückläuft. Worauf will ich jetzt hinaus? Ja, die Kurve ist nicht gut gezeichnet. Ich will darauf hinaus, dass man das Nyquist-Kriterium halt doch besser mit der Ortskurve durchführt, weil man nämlich an dieser Stelle jetzt hier reinfallen würde. Wenn man sich merkt, wir gucken uns die Vierfachen von 180 Grad an und schauen mal, wie ist denn die, das ist jetzt nicht gut gezeichnet, das müsste übereinander liegen, wie ist denn die Verstärkung an den einzelnen Stellen? Dann würde man an dieser Stelle richtig liegen, denn man schaut, aha, ein Vierfaches von 180 Grad ist hier, Verstärkung ist größer als 0 dB, das ist dieser Punkt, also wird die minus 1 an dieser Stelle einmal rechts liegen gelassen. An dieser Stelle ist die Verstärkung kleiner als 1, also sind wir hier. Die minus 1 wird umschlossen, das System ist instabil. Das erkennt man auch anhand des Bode-Diagramms. An dieser Stelle würde man reinfallen, denn wir schauen einmal hier bei minus 180 Grad und sehen, die Verstärkung ist größer als 0 Dezibel. Und damit wären wir an dieser Stelle soweit zu sagen, Moment, wir haben bei einer Phasenverschiebung von minus 180 Grad einen Betrag, der größer ist als 1, also größer als 0 Dezibel. Dementsprechend ist das System also instabil. Und wenn wir dann an dieser Stelle schauen und uns die Ortskurve angucken, stellen wir fest, Moment, die minus 1 wird aber weder umschlossen noch durchstoßen. Das ist ja die offizielle Definition des speziellen Nyquist-Kriteriums. Deswegen muss man, wenn man hier sich die Ortskurve anguckt, leider feststellen, dieses System ist stabil. Und deswegen jetzt, lange Rede, kurzer Sinn, am Ende die Einschränkung für diese Regel. Also, wenn man anhand des Nyquist-Kriteriums die Stabilität im Bode-Diagramm überprüft, macht es schon Sinn, dass man sich die Phasenverschiebung von minus 180 Grad anschaut und dann guckt, ist die Verstärkung da kleiner als 0 Dezibel, ja oder nein. Das Ganze funktioniert aber nur unter der Voraussetzung, dass die Phasenverschiebung einen monoton fallenden Verlauf hat. Monoton fallender Verlauf. Ansonsten funktioniert das nicht und man kann reinfallen. Würde vom Bode-Diagramm her denken, aufgrund dieser Stelle hier, dass das instabil ist. Man sieht aber, es ist stabil. Also Vorsicht und grundsätzlich eher versuchen, das Ganze mit der Ortskurve zu machen. Wenn man es mit dem Bode-Diagramm macht, dann sollte man darauf achten, dass der Phasenverlauf konstant fällt. Sonst kann man auch mal daneben liegen. Und damit sind wir an dieser Stelle fertig.